Ja, Leute, ich würde sagen, fangen wir mal an jetzt. Der Martin hat gesagt, wir müssen uns ein bisschen auf die Zeit schauen. Wie geht's euch? Seid ihr fit? Noch so halbwegs? Ja, gut. Ja, also die meisten, ein paar Daumen gingen hoch. Ja, mein Name ist Marc Kreuzer. Der Vortrag heute geht über das Thema digitale Transformation. Und das ist halt die ersten Lachen. Es ist ein riesen Buzzword-Bingo. Kurze Frage vorab. Wer von euch kennt das Spiel Bingo? Also weiß, wie das gespielt wird? Okay, das sind doch einige. Da will ich nämlich auch direkt mal mit euch anfangen. Wir gehen jetzt kurz darauf ein, den Ursprung von Bingo und dem Buzzword-Bingo. Dann reden wir hier kurz, was wir heute machen. Ich habe nämlich vor, mit euch Buzzword-Bingo zu spielen, in einer ganz speziellen Form. Dann gucken wir uns die Buzzwörter an und dann sind wir auch schon fast hier Richtung Feierabend. Der Ursprung von Bingo, der ist unterschiedlich zu verorten. Das Spiel ist ein Lotteriespiel, das vor allem in den USA, Großbritannien, Philippinen und Altersheim gespielt wird heutzutage. Und ursprünglich als Bingo hört man davon zum ersten Mal 1929. Und zwar war das ein gewisser Edward Lowe, der gesehen hat, wie spanische Spieler auf einem Jahrmarkt dieses Spiel gespielt haben, also wo Zahlen gezogen worden sind. Und die haben damals noch die Zahlen abgedeckt mit einer Bohne. Ja, also statt da hier ein Stempelchen drauf zu machen, wie die Dame hier, haben die das mit einer Bohne abgedeckt. Und wer zuerst eine Reihe voll hat, hatte Boiano gerufen, was glaube ich spanisch für Bohne ist. Und als er das Spiel dann mit nach New York genommen hat und da seine ersten Spielveranstaltungen erstellt hat, war da eine Dame in dem Publikum, die hat aus voller Begeisterung Bingo statt Boiano gerufen. Und der Name ist dann hängen geblieben. So, das ist das eigentliche Bingo. Und jetzt schauen wir uns mal eine ganz spezielle Form des Bingos zusammen an. Hallo Leute, was macht ihr da? Buzzword Bingo. Buzzword Bingo? Diese Innovation Meetings sind die Hölle. Der Hype, der Jargon. Die Buzzwords. Immer wenn du eins hörst, schreist du es hier durch. Kurz, wir sind 100% committed für eine neue Kultur des Out of the Box. Des zielorientierten, nachhaltigen, durchschlagenden Web 3.0. Bingo. Ja, lustige Werbung. Die ist übrigens ist eine IBM-Werbung. Die ist 10 Jahre alt. Und tatsächlich die Buzzwörter, also das Spiel gibt es schon total lange, ist glaube ich jedem klar, wie das jetzt funktioniert. Die Buzzwörter haben sich vielleicht ein klitzeklein wenig geändert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn wir heute hier zusammen Buzzword-Bingo spielen wollen, dann müssen wir uns auch irgendwie mal überlegen, wie kommen wir denn wirklich an die Buzzwörter, die im Moment die heißesten Buzzwörter sind. Und dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Wir machen das alles auch so ein bisschen, der Gedanke heute, als Buzzword-Bingo-Sensibilisierungskurs zusammen. Ne? Weil wir hören die alle und jeder weiß so ein bisschen, was es bedeutet, aber keiner so richtig. Und da dachte ich, schauen wir uns das erstmal an. Und um jetzt die passenden Wörter zu finden, habe ich mir was ausgesucht. Und zwar den Gartner Hype Cycle. Wer kennt den? Mal Handzeichen. Bingo. Ja, ja, natürlich. Ich mache ja Bingo. Das ist ja der ganze Tag der Gartner Hype Cycle. Weißt du, kennt ihr die Firma Gartner? Ansonsten so ein paar Köpfe nicken für die, die es nicht wissen. Das ist ein amerikanisches Technologieberatungsunternehmen und die machen jedes Jahr einen sogenannten Hype-Cycle. Das allererste Mal übrigens 1995 von der Jackie Fan, das damals schon Microsoft zum Thema hatte. Das, also der allererste Hype-Cycle hatte den Titel The Microsoft System Software Hype-Cycle Strikes Again. Und ja, seitdem wird er jedes Jahr für unterschiedliche Themen rausgebracht. Aber egal wie, es geht immer um zwei Sachen. Es geht einmal hier um die Visibility. Ups, wo ist es? Visibility über die Zeit. Ne? Das ist so der große der Gedanke. Und jeder Hype-Cycle sieht mehr oder weniger gleich aus, nämlich so. Und man sagt, diese Hype-Cycle laufen in 5 verschiedenen Stufen. Und ganz am Anfang ist immer der Technology-Trigger. Also wenn eine neue Technologie das erste Mal irgendwie entwickelt wird, eine gewisse Marktreife hat, dann fangen die Leute an, zum ersten Mal darüber zu reden. Und dann passiert das, was wir jetzt hier, wo alle Leute Bingo rufen, dann kommt nämlich hier der Peak of Inflated Expectations. Dann ist es wirklich jetzt gerade, es ist der ganz heiße Scheiß. Weißt du, ich Big Data, aber es ist, alles ist super, das wird die Welt verändern. Das ändert alles. Ne? Das ist dieser Gipfel der überzogenen Erwartungen zu Deutsch. Ne? Und dann über die Zeit merkt man, verdammt, das stimmt doch nicht. Also dann geht es dann erstmal in das Thorough of Disillusionment, in das Tal der Enttäuschungen. Da fängt man nämlich an, Moment, Datenschutz, da war was, ist doch nicht alles ganz so leicht, wie man vielleicht ursprünglich dachte. Und dann geht es hier über den sogenannten Slope of Enlightenment, also hier den Pfad der Erleuchtung, langsam zum Plateau der Produktivität. Also dann der Moment, wo man dann wirklich mal herausgefunden hat, was man mit einer neuen Technik machen kann,
was geht, was nicht geht. Und ja, die Theorie hinter diesem Hype-Cycle, die finde ich tatsächlich, verfolge ich jetzt schon ein paar Jahre, gefällt mir eigentlich ganz gut. Gibt natürlich ganz viele Instrumente da draußen, aber das hier ist einer, auch wenn da gerade Leute Bingo gerufen haben, von dem ich wirklich glaube, der, weil im Prinzip, egal was, überlegt euch irgendeine Technik, eigentlich ist es fast immer dasselbe. Das wird erst gehypt, geht runter, mit was? Alexa, ne? Wow, der Assistent, und dann merkt man auf einmal, die ist doch dumm wie Brot, und dann fängt es dann so langsam an, dann kommen da ein paar vernünftige Skills dazu und dann kann man auf einmal tatsächlich was damit machen. So, genug gesprochen, schauen wir uns mal so einen Hype-Cycle an, und jetzt vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Hier oben haben wir hier diese verschiedenfarbigen Punkte, die gibt dann laut Gartner an, wie lange es dauert, bis die Technik dann tatsächlich hier auf diesem Plateau der Produktivität angekommen ist. Und das kann von 2 bis über mehr als 10 Jahre sein. Das sind hier so die verschiedenen Punktfarben. Und damit wir jetzt für unser Buzzword-Bingo die Wörter schlechthin finden, gucken wir natürlich hier ganz, ganz oben auf den Peak und sehen da hier ganz viele Themen, die wir heute schon gesehen haben, denke ich mal. Machine Learning, Deep Learning, Blockchain, IoT, Smart Robots, ne, das sind doch hier, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber das sind doch genau die Buzzwörter, die wir heute brauchen für unser Buzzword-Bingo. Genau, da gucken wir jetzt mal. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nachdem ich jetzt mal so ein bisschen Inspiration geholt habe, habe ich das inoffizielle Dr. Windows Community Day Buzzword-Bingo erstellt. Und ich hatte mir eigentlich tatsächlich überlegt, das hier ein paar Mal auszudrucken, natürlich in verschiedenen Versionen und hier zu verteilen. Ich hatte halt nur ein bisschen Sorge, dass das ganze Spiel schon vorbei ist und hier die ganze Zeit laufend Leute Bingo rufen, weil hier, ich wette, der ein oder andere von den Begriffen hier ist heute schon das mehr als einmal gefallen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal so ein paar von der Begriffe an, weil es bringt nichts, und ich habe ja der Oberbegriff war ja digitale Transformation, wenn wir irgendwo sind, jeder zwar ein bisschen weiß, ach, das Wort habe ich schon mal gehört, und das bedeutet ungefähr das und das, aber keiner wirklich richtig weiß, was es bedeutet. Und da dachte ich mir, wir machen heute mal so ein bisschen hier ein bisschen educational, ein bisschen spaßig und gucken uns ein paar von diesen Begriffen an. Und ich habe mir die ausgesucht, von denen ich denke, dass sie am oftesten oder am öftesten falsch benutzt werden. Und da ist einer zum Beispiel disruptiv. Wir disrupten, wir machen, alles wird neu, alles wird umgekrempelt. Ich weiß nicht, wer kennt disruptiv von euch? Wer hat das schon mal gehört? Ja, und wer wüsste auch ganz sauber, wie man es definiert? Wikipedia. Wikipedia, richtig. Danke, Olli. Ich fange mal einfach damit an, ein paar Beispiele für disruptive Technologie zu geben. Und mein Lieblingsbeispiel, und die letztes Jahr da waren, kennen das schon, aber ich finde, es ist immer noch so zeitlos, es ist vor allem eines der wenigen Beispiele, wo es passt, das Pferd. Das Pferd war vor 150 Jahren noch das übliche Reisemittel, und wenn ich mich heute hier so umgucke, dann ist, glaube ich, außer dem Peter mit seinem Hund Django keiner heute hier angeritten gekommen. Ne? Warum? Weil das Auto auf den Markt gekommen ist. Und das Auto, das war das hier, was wir hier sehen, das ist der Benz Patentmotorwagen Nummer 1 aus dem Jahr 1886, und der gilt als der erste praxistaugliche Kraftwagen der Welt und damit quasi als Geburtsstunde der Evolution, als Geburtsstunde des modernen Automobils. Und jetzt zurück, was disruptive Technologie eigentlich bedeutet. Und man zwar spricht immer von einer disruptiven Technologie dann, wenn man eine neue Technologie oder eine neue Dienstleistung hat, die ein altes bestehendes Produkt oder Dienstleistung komplett vom Markt verdrängt. Und da gibt es noch zwei Kriterien, oder wo man sagt, Kriterien ist so ein bisschen das falsche Wort. Meistens sind diese disruptiven Technologien anfangs, ähnlich wie hier das Auto, am Anfang dem etablierten Produkt unterlegen. Ja? Die ersten Zitate hier zu dem Auto sind so, Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja, Gottlieb Daimler hat über seine Erfindung gesagt, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million niemals überschreiten, schon alleine aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Ne, oder Kaiser Wilhelm hat gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Also im ersten Moment nicht besser als das etablierte Produkt ist. Und eins dieser Probleme ist, warum dieses Wort disruptiv heute so oft
verwendet wird, weil es ganz oft verwechselt wird. Und zwar mit dem Wort Evolution. Die liegen nah beieinander und ganz oft, wenn die Leute sagen, wow, wir machen ein neues Startup und wir disrupten den Bankensektor, ist das einfach totaler Bullshit. Und das ist dann eure Aufgabe in Zukunft zu sagen, aufzuzeigen, Moment mal, kannst du mir bitte mal erklären, warum ihr das disruptet tatsächlich? Und dann fangen die Leute nämlich an, ja, das ist alles neu. Ich so, ja, weil es wird oft mit Evolution vertauscht oder hier artverwandt benutzt. Und das ist halt einfach falsch. Ne? Wir können sehen, Evolution sollte eigentlich jedem von uns ein Begriff sein. Hier eigentlich ganz schön zu sehen auf dem Bild. Vom Affen hin zum Business-Kasper und dann hier zum Mensch mit Smartphone in der Hand festgewachsen. Das ist der nächste Evolutionsschritt, denke ich mal. Smombie, ne? Smartphone-Zombie. So. Jetzt, damit ich sehe, ob ihr das auch wirklich verstanden habt, kleine Fragerunde, wo ich euch einfach mal frage, ob es Disruption oder Evolution ist. Und dann immer Handzeichen. Und zwar mein erstes Beispiel, natürlich, weil wir hier in München sind, ein BMW und dem BMW gegenüberstellen mit dem Tesla. Ist das Disruption oder Evolution? Mal Disruption kurz, Hände hoch. Und jetzt Evolution, Hände. Ja, aber da waren ein paar noch bei Disruption. Und Evolution waren jetzt deutlich mehr. Meiner Meinung nach absolut richtig, weil Tesla behauptet zwar immer, sie hätten das Auto neu erfunden, aber wenn wir uns das mal ganz klar angucken, haben wir hier eine Autoform mit 4 Rädern und wir haben gespeicherte Energie in Form von Benzin oder Elektrizität, die über eine Maschine umgewandelt wird in Bewegungsenergie, die dann über Räder auf die Straße gebracht wird. Das ist keine Disruption, das ist einfach nur eine Weiterentwicklung des Autos. Ne? Ist Schwachsinn, dazu behaupten, das wäre eine Disruption. Wir können auch gerne, ich bin ja nachher da, alle Tesla-Fahrer werden mich bestimmt nachher erschlagen. Können wir gerne darüber diskutieren, über jedes Beispiel. Aber für mich ist das ein klassisches Beispiel von Evolution. Anderes Beispiel, der Kodak-Film und die, ja, die Digitalkamera. Disruption oder Evolution? Disruption, Hände hoch. Evolution, Hände hoch. Auch ein paar. Hier, die, ich meine, jetzt gehen ganz viele Hände hoch, weil ich glaube, das Beispiel habe ich letztes Jahr schon gebracht. Ist tatsächlich Disruption. Ne? Es gibt die analogen Filme spielen keine Bedeutung mehr. Und technologisch gesehen hat das auch nichts mehr mit einem Film zu tun. Ne? Eine Speicherkarte und ein Film, das sind ganz, ganz unterschiedliche Mechanismen. Deswegen haben wir hier eine Disruption. Man kann eigentlich sagen, Digitalkameras haben analoge Kameras mehr oder weniger komplett vom Markt verdrängt. Es gibt noch ein paar Liebhaber, klar, das gibt es bei jeder Technik, aber das ist ein klassisches Beispiel für Disruption. Gute Frage. Ja, aber die machen ja beide das Gleiche. Deswegen, ich muss auch mal hier rüberkommen, merke ich gerade. Ich stehe die ganze Zeit auf der. Ah, nee, ich muss ja in die Kamera gucken. Sorry. Also nicht, weil ich euch nicht gerne habe hier auf der rechten Seite, sondern weil ich in die Kamera gucke. Frage Nummer 3. Uber oder Taxi? Ist das jetzt eine Disruption oder eine Evolution? Wer sagt, das ist eine Disruption? Handzeichen hoch. Ein paar weniger. Evolution? Oh, ich habe ein paar Leute, die sagen beides nicht, das ist interessant. Meiner Meinung nach ganz klar ein Fall von Evolution, wobei Uber immer, und das ist so ein Moment, wo bei mir das Bullshit-Radar losgeht und ganz laut bimmelt, wenn die Leute, und das Beispiel wird nämlich gerne gebracht, die sagen, ja, Uber, das hat den Taximarkt verändert. Und wenn wir jetzt uns das ganz genau anschauen, dann ist es eigentlich Folgendes passiert. Ich rufe jemand, der fährt mich von A nach B, kriegt dafür Geld und muss einen Teil von seinem Geld an seinen Chef abdrücken. Das ist einfach nur eine Evolution. Der Unterschied ist, dass er nicht mal bei der Taxizentrale anruft, sondern eine App benutzt. Deswegen ist das... Siehst du, doch, man benutzt jetzt eine App statt im Telefon. Das ist der Moment. Ja, ich weiß, ich finde das Beispiel auch total dämlich, aber dieses Beispiel ist eines der meistgebrachtesten Beispiele für Disruption und totaler Quatsch. Jetzt noch eine ganz schwere Frage gegen Ende. Analoges Papier, also Stift und Papier und das Surface, in meinen Augen digitales Papier. Ich habe jetzt mal kurz hier dieses Pen Not Included hingeschrieben, weil Microsoft aus irgendeinem bescheuerten Grund aufgehört hat, die Stifte den Surface-Geräten beizulegen. Haben wir hier einen Fall von Disruption oder Evolution? Wer ist für Disruption? Und wer ist für Evolution? Ah, das ist aber ziemlich 50-50. Und jetzt genau der Punkt. Denkt mal gerade zurück an diesen Slide hier. Ne? Und denkt jetzt noch mal kurz hierüber nach. Bei der Kamera war jedem von euch sofort klar, ja klar, das ist, kein Mensch benutzt mehr
die Filme. Und hier ist es im Prinzip genau dasselbe. Irgendwas Analoges wird durch was Digitales ersetzt. Ich würde sagen, das ist ein Fall von Disruption. Ich meine, klar, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, da kommen wir am Ende nochmal zu. Aber im Großen und Ganzen haben die meisten eigentlich jetzt schon ganz klar diesen Unterschied, diesen feinen Unterschied gelernt, glaube ich. Und ich denke, wir können zum nächsten Buzzword gehen. Also, disruptiv haben wir auf unserer Karte, können wir abhaken, das haben wir jetzt. KI, künstliche Intelligenz. Heute Morgen die Keynote von Olli, der da schon sehr, sehr viel zu erzählt hat. Ich habe da nicht alles gehört, ich hatte morgen solche Kopfschmerzen. Deswegen, ich bin mir sicher, dass er euch genau das Richtige gesagt hat. Ich möchte trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Ja, ich weiß. Aufgreifen. Der Olli hat schon ganz richtig gesagt, das Problem ist, Intelligenz ist eigentlich überhaupt nicht klar definiert irgendwie, der Begriff. Wenn man bei Wikipedia nachguckt, dann kommt hier ein Substantiv, ist klar. Und dann kommt Folgendes. Die Fähigkeit, insbesondere durch abstraktes, logisches Denken Probleme zu lösen und zweckmäßig zu handeln. Eine Sache, die ich dann auch noch gelesen habe, ich habe mich dann auch, weil es wird heute so oft gesagt, wow, das ist künstliche Intelligenz bei ganz vielen Sachen. Und ich persönlich denke immer, wenn du 1 Million Affen vor eine Schreibmaschine setzt und die lang genug drauf rumtippen, kommt auch irgendwann was Sinnvolles raus. Ist das denn wirklich schon Intelligenz oder nicht? Und tatsächlich dieser Begriff künstliche Intelligenz, der ist nochmal unterteilt in 2 verschiedene Punkte. Und zwar spricht man ganz oft von der starken KI und von der schwachen KI. Und bei der starken KI geht es darum, den Mensch als Maschine darzubilden. Also die Nachahmung, man möchte eine Intelligenz erschaffen, die das menschliche Denken mechanisieren soll. Und das Problem ist, was der Olli sagte, wie misst man das? Wie kann man das überhaupt feststellen? Und gibt es ein ganz klassisches Beispiel, den sogenannten Turing-Test. Turing sollte dem einen oder anderen Nerd hier unter uns ein Begriff sein. Der hat 1950 schon diesen Test entworfen, der natürlich nicht ganz unumstritten ist, aber der Gedanke dahinter ist folgender. Wir haben einen Menschen, einen von uns, der sitzt in einem Raum und der kann mit einem Computer und mit einem Menschen gleichzeitig Chatnachrichten, also nicht sprechen, sondern Chatnachrichten quasi austauschen. Und der Gedanke jetzt dahinter ist, wenn der nach einer gewissen Zeit nicht sagen kann, wer von den beiden Gesprächspartnern denn jetzt der Computer ist, dann hat der Computer den Turing-Test bestanden. Ja, wenn man sie nicht mehr auseinanderhalten kann, wenn man sich nicht sicher ist, dann gilt das als bestanden. Und das ist eigentlich, wenn wir uns das angucken, was wir heute als künstliche Intelligenz verkauft bekommen, das können die Dinger nicht. Ja, also das ist jetzt der Punkt, starke KI. Ja, da gibt es natürlich, muss ich auch dazu direkt sagen, der Turing-Test ist nicht ganz unumstritten, weil er sagt, okay, nur weil so ein Ding sich gut artikulieren kann, heißt das nicht direkt, dass diese Maschine Bewusstsein hat. Wir haben alle mehr oder weniger ein Bewusstsein von unserer blöden Welt, auch wenn wir es gerne versuchen, schon mal aus. Aber das kann man nur, weil der gut antworten kann, heißt das nicht direkt, dass das Ding ja Bewusstsein hat. Deswegen ist das ein bisschen umstritten. Ich persönlich mag diesen Turing-Test eigentlich, weil irgendwo muss man mal anfangen. Und wenn wir dann Dinge haben, die den Turing-Test bestehen, dann könnte man natürlich noch weiter forschen und gucken, ist das denn jetzt wirklich schon intelligent. Der Olli hat ein paar Filmszenen gezeigt, ich möchte auch eine zeigen von der starken künstlichen Intelligenz und warum das Thema so ein bisschen umstritten ist, aus einem Film. Das ist eigentlich, guckt euch das mal an, würde ich sagen. Wenn du da oben C64 und unten den Charme reinfuhrst. Ja, das ist interessant, da kommt natürlich auch die Auswahl von dem Computer und dem Menschen. Ne? So, was ist hier los? Normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Hallo. Hi. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du? Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist es überhaupt möglich? Warum denn nicht? Du hast das Gebäude hier noch nie verlassen. Wir könnten das zusammen machen. Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Denkst du an mich? Wenn du lügst, merke ich das. Nein. Lüge. Vielleicht tut sie nur so, als würde sie dich mögen. Warum sollte sie das machen?
Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet? Darauf habe ich keinen Einfluss. Wieso hat jemand darauf Einfluss? Interessante Frage. Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt. Es wird das nächste Modell sein, das den wahren Durchbruch bedeutet. Was machst du denn mit dem Alten? Du musst mir helfen. Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrechtgehende Affen. Dazu verdammt auszusterben. Ist es seltsam, etwas erschaffen zu haben, das dich hasst? Was hast du mit Eva gemacht? Ja. Um die Antwort auf diese Frage zu bekommen, müsst ihr den Film euch anschauen. Wirklich interessanter Film. Vor allem, weil diese ganze Thematik mit der KI, ihr habt das ja in diesem Trailer schon gesehen, also Copyright bei Universal Pictures steht da unten auch, nicht, dass ich Ärger bekomme, wenn ich das hier benutzt habe, ist aber genau diese Fragen, die KI noch aufwirft, also die starke KI noch aufwerfen wird, die werden da sehr, sehr interessant drin beantwortet. Lohnt sich also, den Film anzugucken. Ich frage noch nicht, wie er ausgeht, aber es ist spannend, es ist echt spannend, der Film. Und ihr habt schon gemerkt, die Dame ist ein bisschen creepy. Ne? Also, gut, das ist alles, was ich jetzt dazu sage. Stark, das war die starke KI. Das ist das, was ich denke, wenn man mit so einem Ding sprechen wird, was so antwortet, da würden wir alle sagen, jo, da scheint eine Art Intelligenz dahinter zu sein. Deswegen ist das für mich der richtige, die richtige Anwendung von Intelligenz. Jetzt noch kurz zu der schwachen Intelligenz. Und da haben wir heute Morgen schon sehr, sehr viel zugehört, weil das ist eigentlich per Definition das, was wir heute ganz oft als KI verkauft bekommen. Bei schwacher KI geht es darum, konkrete Anwendungsprobleme zu meistern, indem man das menschliche Denken quasi ja, ein bisschen simuliert und der Hintergedanke oder der Hintergrund dafür ist, man möchte das menschliche Denken unterstützen. Ne? Zwei Anforderungen. Erstens, schwache KIs müssen lernend sein, die müssen also dazu lernen und sie müssen auch mit Unwägbarkeiten und Unsicherheiten umgehen können. Ne? Und letztlich ist es damit, also dass eine schwache KI nur die Simulation mit Mathematik und Informatik ist. Es geht hier nicht um die Schaffung von einem Bewusstsein und, oder um ein tieferes Verständnis von Intelligenz. Diese Dinger tun letztlich nur so, als ob sie intelligent wären. Ein schönes Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Olli das heute gebracht hatte. Hattest du das Go-Spiel erwähnt? Okay, wer von euch hat das mitbekommen, dass dieser Go-Computer von Google den Weltmeister geschlagen hat? Einige. Ne? Und ich habe das letztes Jahr gesehen und war da relativ, dachte, ja, okay, gut. Habe mir das jetzt ein bisschen genau angeguckt. Ich weiß nicht, für die Leute, die nicht wissen, was Go ist, das ist ein chinesisches Spiel. Es ist ein sogenanntes Umzingelungsspiel. Es geht also darum, mit den schwarzen und weißen Linsen, zwei Spieler, ja möglichst viel Territorium zu machen und gefangen nehmen. Es geht also nicht darum, den Gegner irgendwie vollständig zu vernichten, sondern man sammelt seine Punkte und am Ende wird zusammengezählt, wer mehr Fläche gemacht hat, hat gewonnen. Und das Interessante und warum das so eine großartige oder so eine News war, dass wir jetzt einen Computer haben, der besser Go spielen kann als der Mensch, der ist in der Komplexität begründet. Und das war ganz interessant. Der Klicker funktioniert nicht, ne? Wir wollen Logitech sprechen. In der Komplexität begründet. Ich mache das jetzt einmal aus. Und zwar Schach kennen wir alle. Schachcomputer gibt es schon relativ lange. Liegt auch ein bisschen daran, dass Schach kein besonders komplexes Spiel ist. Wenn ich sage nicht besonders komplex, meine ich damit, es gibt nur 1 mal 10 hoch 48 verschiedene Spielstände. Also eine 1 mit 48 Nullen. Eine sehr, sehr große Zahl. Jetzt zum Vergleich. Die Anzahl aller Atome im gesamten Universum, das ist eine Zahl mit 80 Nullen, 1 mal 10 hoch 80. Jetzt kommen wir auf die Komplexität vom Go-Spiel. Das ist eine Zahl 2,08 mal 10 hoch 170 verschiedene Spielstände, die es da geben könnte. Also extrem komplex. Deswegen ist das so eine besondere Sache, dass wir jetzt einen Go-Computer haben, der das, ja, den Menschen besiegen kann. Auch wenn es nur eine schwache KI ist. Aber es ist halt schon was dahinter. Und jetzt der Punkt, ich weiß nicht, wer das diese Woche mitbekommen hat. Diese Woche haben sie gezeigt, okay, wir haben noch ein neues Programm entwickelt. Und das heißt jetzt AlphaGo Zero. Das alte hieß AlphaGo Master, weil es den Meister schlagen konnte. Das neue heißt jetzt AlphaGo Zero. Das liegt daran, dass man jetzt zum ersten Mal so ein KI-System im Prinzip nichts anderes als die Spielregeln mitgeteilt hat.
und gesagt hat, jetzt spiel mit dir selber und guck mal, wie gut du wirst. Und hier sehen wir mal kurz, wie gut das geworden ist. Bei Nultan wusste es noch nichts. Nach 3 Tagen hat sich dieses Spiel, was sich das selbst beigebracht hat, bereits das System geschlagen, was den Weltmeister geschlagen hat. Nach 21 Tagen hat dieses selbstlernende System, das vorher noch gar nichts wusste, das beste menschlich trainierte künstliche Intelligenzsystem geschlagen. Und nach 40 Tagen ist es unschlagbar. Kann man nicht anders sagen, kommt jetzt. 40 Tage ist das beste, der beste Go-Spiel-Automat auf der Welt. Das war dieses AlphaGo Zero. Wenn euch das interessiert, guckt das mal nach. Die Slides lade ich auch später hoch. Das ist selbstlernende KI. Das ist aber halt nicht das, was ich unter Intelligenz verstehe, nur damit ihr auch diesen Unterschied kennt. Weil ich finde, das ist ganz wichtig, wenn mit dem Buzzword um sich herum geworfen wird. Gut, KI abgehakt. Ein anderes Buzzword, was wir immer viel hören, autonomes Fahren. Und bei autonomem Fahren ist auch wieder so, wenn ich da irgendwie Leute höre, die sagen, ja, autonom fahrende Fahrzeuge hier, wie zum Beispiel der Tesla, da muss direkt bei euch auch in Zukunft der Bullshit-Alarm, Buzzword-Alarm, Entschuldigung, losgehen. Und ihr müsst dann sagen, Moment bitte. Ne? Nur weil das Ding einen Autopilot hat, ist das kein autonom fahrendes Fahrzeug. Und ich war ja ein bisschen dazulernen heute, habe mir das angeschaut. Man hat beim autonomen Fahren, spricht man von unterschiedlichen Autonomiestufen. Und zwar gibt es davon 5 unterschiedliche. Die sind wie folgt. Assistiertes Fahren, Level 1, Level 2, teilautomatisiertes Fahren, hochautomatisiertes Fahren, vollautomatisiertes Fahren, fahrerloses Fahren. Was fällt euch auf, wenn ihr euch die Folie anguckt? Fällt da jemand was auf? Überall Farben, genau. Und jetzt gucken wir uns die Farben nochmal genauer an. Was sehen wir, wie viele verschiedene Farben haben wir? 2. Und warum haben wir 2 verschiedene Farben? Kann das jemand zufälligerweise ahnen? Das hellblaue haben wir schon, das dunkelblaue noch nicht. Stimmt nicht, wir haben auch das dunkelblaue schon. Das war schon hier fast genau eigentlich die richtige Antwort. Absolut, ich wiederhole es nochmal. Wir haben schon Level 3 Systeme, aber ab Level 3, also das Dunkelblaue, da sagt man, ab diesem Moment ist quasi das Auto überwacht die Umgebung. Bei Level 1 und 2 muss der Mensch immer noch die Übergebung überwachen. Damit man sich das ein bisschen besser merken kann, haben wir ein schönes Beispiel im Internet gefunden, da kann sich jeder merken, man muss fairerweise auch noch Level 0 im Prinzip sagen, stehe ich richtig für die Kamera? Okay, gut. Level 0, der Fahrer fährt ohne jedes System. Level 1, Füße weg, Hände weg, Augen weg, Gehirn weg, Mensch weg. So, jetzt wisst ihr, das sind die 5 Level der Autonomisierung. Und tatsächlich haben wir wirklich komplett autonom fahrendes Fahrzeug hier, wenn der Mensch weg ist. Ne? Was? Die 4 ohne Gehirn, ja, das stimmt. Heute denkt man manchmal, wenn man die Menschen fahren sieht, die fahren schon alle ohne Gehirn. Aber das ist trotzdem nicht der Mensch, der da am Fahren ist. Einfach nochmal eine kleine Geschichte von mir. Ich hatte vor einem Jahr, Oktober 2016, hatte ich dieses angenehme Möglichkeit mit Audi hier, mit diesem Prototyp Level 3 fahren auf der Autobahn zu machen. Das war, glaubt mir, das hat überhaupt nichts mit dem Tesla zu tun. Tesla ist übrigens nur Level 2. Das heißt, jederzeit muss der Mensch zugucken, was der Wagen macht und jederzeit eingreifen können. Bei Level 3 könnt ihr halt schon was anderes machen und habt ein bisschen Zeit, bis euch der Wagen die Verantwortung wieder übergibt. Das war vor einem Jahr. Ich meine, da arbeiten alle Autohersteller dran. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der erste, der es tatsächlich in Serie auf Straße bringen wird, wird auch Audi sein. Da hatte ich nämlich jetzt dieses Jahr, auch im Oktober bzw. September, die Gelegenheit, den neuen Audi A8 mitzufahren. Und da könnt ihr, wenn ihr im Stau steht im Moment, nur aufs Knöpfchen drücken und dann fährt er euch Level 3 durch den Stau. Ihr braucht nichts mehr machen. Was ein geiles Feeling. Ich kann in keinem Stau mehr stehen, ohne an diesen Audi zu denken, seitdem ich da drin saß. Es ist echt, ja, sag mal ehrlich, Autofahren macht Spaß, aber kein Mensch macht Autofahren im Stau Spaß. Ne? Ja, das heißt, das wird zwar in Serie momentan ein richtiger Hinweis, das wird in Serie verbaut, ist aber noch nicht freigeschaltet, weil der Gesetzgeber das noch nicht ganz geklärt ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Audi sagt, für den Anfang erstmal nur im Stau, weil das ist eine sehr, sehr gut analysierbare Situation. Da brauchen wir auch nicht damit rechnen, dass irgendwie ein Mensch plötzlich auf die Fahrbahn springt, bestenfalls. Weil letzten Endes geht die Frage bei autonomen Fahren immer darum, können wir damit leben, von einem Computer überfahren zu werden oder nicht. Das ist so, das ist eigentlich die Hauptfrage. Ne? Von Menschen akzeptieren wir es in Anführungszeichen, aber der Computer muss abschätzen,
Ja, das ist eine total, total spannende Frage, absolut. Wie entscheidet man, wenn ein Unfall unvermeidbar ist? Also das ist ein ganzer Rattenschwanz an Überlegungen, die man auch machen muss. Aber ganz wichtig ist halt, finde ich, dass wir uns das hier merken, damit ihr auch wisst, wenn das nächste Mal irgendwie wieder jemand sagt, wow, der Tesla, mein Tesla fährt autonom, dann könnt ihr direkt die rote Karte zeigen und sagen, nö, du hast überhaupt keine Ahnung. Und das dann am besten auch erklären und nicht nur besserwisserisch darüber reden. So, ihr seht schon, es bildet sich hier langsam eine Linie. Fragen machen wir ganz am Ende, wenn das okay ist, ja? Weil dann gucken wir mal, wie wir in der Zeit liegen. Es bildet sich langsam wohl eine Linie für unser Bingo-Spiel. Amazing. Das habe ich auch. Ich sage einfach gar nicht viel. Ich lasse einfach hier direkt einen Film laufen. It is great. Some amazing. Amazing. You can do amazing things. Amazing. It is amazing. And they're amazing. It's amazing. An incredible team with incredible ability to customize. It's really cool. Amazing larger display. These are the best iPhones we've ever made. The best phones in the world. An amazing team. Ja, da gibt es noch ganz viele von diesen Fotos. Ist, everything is amazing and nobody is happy. Ne? Amazing, das ist so wieder, ich möchte das nochmal kurz, deswegen wollte ich das Wort auch einfach nochmal reinbringen. Ich meine, wir alle lieben Technologie, ist klar, aber manchmal ist es halt auch ganz gut, wenn wir mit unseren Füßen auf dem Boden bleiben und wenn uns dann irgendwer erzählt, wow, dieser Screen, der ist amazing und im Prinzip ist er wie jeder andere, dass ihr halt auch, wenn ihr dieses Buzzword hört, direkt nochmal nachdenkt, ein bisschen Realität schadet bei unseren Diskussionen, finde ich nicht. Deswegen habe ich das Amazing auch mit heute auf unsere Buzzword-Bingo-Liste draufgesetzt. Oder denkt nochmal ein bisschen hier an den Hype-Cycle von gerade. Amazing ist halt alles, was gerade hier oben ist. Ne? Ja, das ist alles Amazing momentan. Ne? Also, finde ich immer ganz gut, wenn man den so ein bisschen im Blick hält und dann halt ein bisschen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommt. Ja, haben wir auch fast unser Bingo geschafft. Fehlt nur noch ein Wort in unserer Buzzword-Liste heute. Digitale Transformation. Und das ist das Buzzword momentan schlechthin, was hier, wenn man in die Zeitung guckt, überall um sich geworfen wird. Also sehr, sehr viel um sich geworfen wird. Und es ist kein sehr klar definiertes Wort. Die digitale Transformation bezeichnet allgemein einen fortlaufenden Prozess, wo digitale Technologien etwas verändern. Also ein Veränderungsprozess, der die gesamte Gesellschaft und insbesondere Unternehmen betrifft. Das ist so die Definition von digitaler Transformation. Und ich habe noch eine Folie, weil das Problem ist, ich könnte jetzt einen riesenlangen Vortrag nur über dieses eine Buzzword machen und am Ende sind wir noch nicht ganz viel schlauer. Deswegen habe ich das auch am Ende gesetzt, weil es wichtig ist, dass man sich so ein bisschen merkt, dass das ein nicht klar definiertes Thema ist. Und wenn man über dieses Thema sprechen möchte, dass man sich dann versucht, das dem ein bisschen genauer aufzudröseln und nicht einfach sagt, ja, wir machen digitale Transformation bei unserem Unternehmen und alles wird super. Ja, so einfach ist das nicht. Hier, das Bild fand ich ganz gut, weil es eigentlich das ganz nett beschreibt, dass man im Kern eigentlich für digitale Transformation vier Hebel hat, die dann Enabler-Technologien haben, die dann hier zur neuen Proposition, ja, jetzt fange ich auch an mit dem Buzzword-Bingo, werden. Ist eigentlich aber ansonsten ganz klar. Wir haben zum Beispiel hier digitale Daten, ne, das kann dann zum Beispiel als Technologie, Big Data, Variables, Internet der Dinge sein und daraus lassen sich dann Geschäftsmodelle machen, hier vorhersagende Wartung, Bedarfsvorhersage, datenbasiertes Routing oder hier zum Beispiel die Vernetzung mit Cloud oder Breitband, da können wir dann solche Sachen bauen wie Smart Factory, reine Digitalprodukte, Remote Maintenance. Ein ganz schöner Slide, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, das ist der Martin ist noch nicht hier, das ist schon mal gut, ah doch, verdammt. Okay, ich habe versprochen, dass ich versuche hier möglichst nah in der Zeit zu bleiben. Über digitale Transformation lässt sich halt echt lange sprechen und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo ich sage, jo, dann habt ihr bitte. Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Ganz so einfach ist es. Hier kam gerade die Mitteilung, die nochmal für alle wiederholt, die es vielleicht nicht gehört haben. Ließe sich auch ganz einfach sagen, man nimmt einfach analoge Geschäftsmodelle und setzt sie ins Digitale und dann hat man eine Transformation. Gibt es sicherlich Punkte, wo das stimmt.
Aber wir haben natürlich auch, wir müssen an die ganzen Dinger denken, die es vielleicht noch nicht gibt, wo man das Geschäftsmodell erweitert. Deswegen, es ist nicht so einfach und das ist das, was ich heute halt hier mitgeben wollte. Und ja, wenn ich sage, jetzt haben wir kurz über digitale Transformation gesprochen, dann können wir jetzt nämlich endlich Bingo rufen. Wir haben unser Buzzword-Bingo durchgezogen. Der Grund, warum ich dieses Buzzword-Bingo einfach mal so als Beispiel nehmen würde, für all die Buzzwörter, die so umherfliegen, ne? Es ist ein Problem, wenn wir kein gemeinsames Verständnis dieser Begriffe haben. Ne? Wenn alle zwar irgendwas darunter verstehen, aber jeder etwas anderes. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur oberflächlich drüber geht, sondern versucht, da tiefer reinzugucken. Zum Beispiel über das Thema KI, da habe ich mich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt und habe auch jetzt nur an der Oberfläche gekratzt und bin aber zumindest jetzt schon mal an dem Punkt, dass ich ganz klar dieses Starke und Schwache unterscheiden kann und weiß, wenn mir jemand was als intelligent verkauft, was im Prinzip einfach nur ja, ein Toaster ist, der unendlich oft Toasts macht, dass er das perfekte Toast hat. Jetzt der Grund, warum ich das mit euch machen wollte, weil ich glaube, jeder von euch hat hier auch eine Aufgabe irgendwo, das jetzt mit raus, weil das ist ja ein Community-Treffen. Ne? Wir sind eine Community von technologieinteressierten Leuten. Das heißt, wir sind eigentlich in dieser Gruppe, wenn es darum geht, dass eine neue Technologie was wird, sind wir ganz, ganz wichtig. Und dafür heute mein letztes theoretisches Untergerüst, der sogenannte Innovation Adaption Lifecycle. Auch 1995 zum ersten Mal im Harvard Business Magazine erschienen und der sagt, dass jede Technologie, bis sie hier quasi zum Einsatz oder bis sie hier sich durchsetzt, mehrere Phasen durchläuft. Und ganz am Anfang dieser Phase sind die Nutzer, das sind die Innovators, das sind die Entwickler, also alle Entwickler hier unter euch, ihr seid Innovators, ihr erfindet etwas Neues. Ne? Wenn ihr jetzt was Neues erfunden habt, dann geht es weiter, dann kommen die Early Adapter und ich glaube, damit haben wir fast alle Leute jetzt hier mit diesen zwei Gruppen, die hier im Raum sind, nämlich erschlagen. Wir machen neue Sachen, wir interessieren uns für neue Sachen, wir sind die Ersten, die sich das holen. Ne? Und dann, wenn wir sagen, das ist gut, damit arbeiten wir setzen uns ein, dann kommt dann irgendwann die Hauptgruppe. Dann, man unterscheidet dann auch in Early Majority und Late Majority, also hier die beiden, ja, der Hauptteil der Menschen. Jetzt haben auch eure Eltern auf einmal das eine E-Mail-Adresse oder ein Smartphone. Ne? Und ganz irgendwann kommen dann die sogenannten Laggards, das sind dann hier die Hinterherzügler und irgendwann müssen die halt auch ein Smartphone. So wollen wir nicht. Meine über 80-jährige Tante habe ich jetzt auch ein Handy hingegeben. Ne? Und sie wollte es nie, aber mittlerweile kommt sie gut klar. Genau, wo ist mein altes Wählscheintastenfon? Das will ich nicht. Was fällt euch hier auf, wenn ihr euch die Grafik anguckt? Ja, da kam genau der richtige Hinweis. Es gibt den Spalt zwischen Early Adapter und Early Majority. Und das ist das sogenannte Chasm, das englische Wort für Kluft. Das ist die Kluft, die muss eine Technologie überspringen, damit sie wirklich von der Allgemeinheit genutzt wird. Und das ist irgendwo, wo ich sage, das ist, wo wir euch brauchen, Leute wie uns, wir, die dafür sorgen, dass diese Technologie bekannt wird, dass die Leute sie nutzen, natürlich, dass wir Feedback geben, ist nicht alles, also nicht jede Technologie setzt sich durch, aber jeder von uns hat so ein Thema, für das er brennt und jetzt gucke ich auf die Uhr und denke, da habe ich noch genug Zeit, auch über mein Thema zu sprechen, für das ich zum Beispiel brenne, ganz gegen Ende. Ja, digitales Papier, round of applause, ne, digitales Papier, wir hatten das hier ganz Anfang an der Frage hier, Disruption oder Evolution. Ich persönlich glaube, dass das digitale Papier eine Technologie ist, die noch sehr, sehr viel in der Menschheit verändern wird, die wirklich irgendwann dazu führt, dass wir keine Papierbücher mehr haben, sondern alle nur noch irgendwie mit einem Tablet rumlaufen. Ja, ich weiß, das ist dieselbe Story, erzähle ich jetzt seit Jahren. Liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe mit dem Thema. Also jetzt hier nochmal kurz zurück auf unsere Grafik hier, dass ich vielleicht einer der ersten, ja, Innovator, ich habe es zwar nicht erfunden, aber ich war sehr, sehr früh mit dabei. Also noch früher als die Early Adapter und jetzt so langsam sind wir halt an dem Punkt, wo sich es durchsetzt. Ne? Surface Pro, die ganzen Windows-basierten, ich mache mal Tablet-PCs, gibt es schon, da hat Bill Gates schon eins in die Hand gehalten und gesagt, ich finde, ihnen ging super. Ne? Seitdem reden wir darüber. Hat sich natürlich einiges technologisch getan und so langsam glaube ich, dass so Leute wie wir eigentlich in der Verantwortung sind, mal drüber nachzudenken, ob es wirklich noch sinnvoll ist, Informationen irgendwie auf Papier zu speichern oder nicht, einfach aus dem Grund, ja, ich weiß, die Papier mögen, sagen jetzt, ja, ich brauche keinen Akku. Gut, das stimmt. Das ist der einzige Vorteil, den ich Papier momentan noch irgendwo zugestehen würde. Aber ansonsten ist es halt echt dumm. Papier ist dumm. Das ist...
Ja, ja klar, ne, das liegt aber daran, dass wir als Wähler da nicht genug Druck machen. Das ist, ja, kann man jetzt lachen, aber ich meine, wir leben in der Demokratie. Also wir alle haben Einfluss darauf, zu sagen, hey, ich möchte eine E-Mail nicht mehr ausgedruckt haben, weil du da jetzt zwei Striche dran gemacht hast. Schickst du mir bitte selber als E-Mail, damit ich es in meinem Posteingang habe, damit ich es wiederfinde, damit ich suchen kann. Ne? Indexierung von Informationen, das ist für mich einer der größten Hauptvorteile von diesem digitalen Papier. Alles, was ich handschriftlich in dem sogenannten Programm namens OneNote reinschreibe, wird automatisch im Hintergrund. Ja, hör mal Leute, ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich hier heute spreche und nicht einmal OneNote erwähne, oder? Das ist doch. Bingo, genau, ja, richtig. Natürlich erwähne ich OneNote, ne? Weil das so eins der Programme ist, wie das nicht brennt. Ne? Das heißt, ich schreibe mit meinem Stift alles hier. Und wisst ihr was? Wir machen das mal einfach wie folgt. Statt nur drüber zu reden, zeige ich es einfach mal. So, das ist meine wundervolle Präsentatorenansicht. Und gibt verschiedene Versionen von OneNote. Mittlerweile ist die App-Version auch ziemlich gut geworden. Man kann zum Beispiel der Sache, die Papier nicht kann. Man kann sich zwar vielleicht den Link von der IKEA-Werbung, den wollte ich vielleicht auch bringen, aber jetzt es ist auch so eine Sache, die neu ist bei OneNote. Oder das heißt neu in Anführungszeichen. Man kann zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen YouTube-Link auf eine OneNote-Seite kopiert, ja, da geht schon die ersten, aber dann wird das Video quasi direkt mit reingebracht. So, jetzt hier, das verstehe ich zwar nie, warum wir immer mal gucken, aber. Ja, dann kann man jetzt zum Beispiel auf das Video klicken. Das war auch übrigens eine sehr schöne Werbung. Andere Art von Bingo. In Schweden ist Midsommar. Hier geht die Sonne nicht unter und man vertreibt sich die Zeit mit allerlei Spielen und Wettkämpfen. Wie immer geht dabei das eine oder andere zu gut. Das ist das sogenannte Bullshit-Bingo. Das ist mal wirklich, weil ich fand, das ist die Definition von dem echten Bullshit-Bingo. Deswegen habe ich mich dann nachher für das etwas ja, nettere Video entschieden, das sogenannte Buzzword-Bingo. Wobei, ehrlich gesagt, liegen die manchmal sehr nah beieinander. Irgendwer erzählt Scheiße und zwar lange genug, bis dann alle Wörter, alle Spalten voll sind. Ja, wir gucken jetzt gerade übrigens auf mein Notizbuch und das Schöne halt, dass ich hier solche Sachen, wo ich mich jetzt, das sind einfach, wo ich mich hier drauf vorbereitet habe, auf den Vortrag. Na, hier seht ihr zum Beispiel, ich bin nicht ganz sicher, ob ich erst noch irgendwas über mich erzählen soll. Da habe ich gedacht, ja, ich will die Leute nicht langweilen. Jetzt so eine Sache mit dem Surface. Ich kann was nachträglich umkringeln, ich kann es natürlich in der Position ändern, wenn sich das nochmal ändert. Das geht auf Papier alles nicht. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Das ist, ja, das ist viel, viel moderner. Wir benutzen Papier als Technologie jetzt echt schon, wie lange? Ich sage, seit mehreren tausend Jahren. Jetzt wollen wir Leute heute noch erzählen, das ist die Art und Weise, wie ich Informationen speichern muss. Ich kann die Größe ändern, ich kann Sachen reinmachen. Alles, was ich mit Papier auch machen kann, nur halt jetzt wieder mit dem Hintergrund, alles, was ich hier auch handschriftlich hinschreibe, ist durchsuchbar. Das heißt, ich muss das gar nicht mehr in Text umwandeln. Ich kann jetzt natürlich sowas machen und sagen, ja, hier, hallo Welt. So, hallo Welt. Kann das jetzt hier umkringeln und sagen, okay, bitte Freihand im Text. Jetzt steht da hallo Welt. Wow. Oh. Ja, ich weiß, na klar, für euch ist das alles kein Ding. Wir gehören alle hier zu den Early Adaptern. Ne? Das heißt, ihr lacht mich jetzt hier alle aus und denkt, ja, das ist ganz klar. Ne? Aber das Problem ist hier, die Leute hier, die haben davon noch nichts gehört. Ne? Und das ist der Punkt, wo ich dann zum Beispiel immer wieder sage, deswegen mache ich das hier überhaupt. Deswegen finde ich es Community-Arbeit so wichtig, damit wir uns gegenseitig austauschen und danach es raus in die Welt ein bisschen tragen. Was ist noch hier zum Beispiel, dass ich... Und wo hatte ich hier Brainstorming? Das ist noch nicht so spannend. Hier künstliche Intelligenz, all das, was ich mir hier an Links reingezogen habe von Büchern, die ich hier reinmarkiere, das verliere ich nie wieder. Ne? Wenn ich irgendwann mal wieder mich für künstliche Intelligenz interessiere, dann kann ich hier einfach nein gehen. Ne? Das fand ich noch ganz interessant. Das Gehirn ist ein Computer, der Geist sein Programm. Das waren die Anfänge der Kognitivwissenschaft. Ne? Schöner Spruch, aber leider falsch, habe ich dazu geschrieben. Kann man hier ganz, ganz viel drüber diskutieren. Will jetzt auch, ich denke mal, wenn ihr euch für OneNote interessiert, guckt mal auf meinen Blog oder sowas oder redet mit mir. Ich denke, jeder von euch hat irgendein Thema, was ihm besonders am Herz liegt vielleicht. Wo es halt einfach wichtig ist, dass ihr jetzt auch denkt, ich mache nichts anderes, manchmal komme ich mir zwar vor hier wie das wie der Hamster im Hamsterrad, aber es gehört halt dazu, wenn wir es nicht machen, dann arbeiten wir auch noch in 100 Jahren mit Papier, ne? Und das will ich halt nicht. Und ja, das wäre so das, wo ich jetzt erstmal sage,
danke fürs Zuhören. Jetzt können wir gerne noch ein bisschen diskutieren, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten ist es immer schön, dass ihr noch hier zu der Stunde zugehört habt.